Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich, wie immer, erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran natürlich für eure Aufmerksamkeit für dieses radioaktive Projekt der atomaren Zerstörung. Ja, ne, wir machen natürlich genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier bei der, wie ist das Ding nochmal, Black Mountain Ordnance Works. Das wird sicherlich seinen Grund haben, warum diese Ortschaft nicht eingedeutscht worden ist. Aber der wird uns wahrscheinlich für immer verschleiert bleiben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil es ein Eigenname ist. Und wenn ich mich nicht getäuscht habe, läuft hier irgendwo gerade ein Ghoul rum. Ein Ghoul, der auf unserer Abschussliste steht. Ja, der müsste ja irgendwo sein. Vorsichtig. Wir wollen ihn zuerst entdecken. Und wollen die Leuchtpilze natürlich nicht liegen lassen, denn sie sind die Grundzutat für die beste Suppe aller Zeiten. Oh, Starlight kriege ich ja auch nicht schlecht. Nimm mal mit, das ganze radioaktive Gewächs hier. Da ist er. Volltreffer! Oh, Hirnpilz, auch nicht schlecht. Alles so leckere Sachen, man muss nur wissen, wie man es zubereitet. So, Kombi-Schraubenschlüssel. Goldene Taschenuhr. Cram. Was nehmen wir denn hier noch alles mit? Nur was wir brauchen. Wir wollen jetzt ja nicht allzu schnell die Taschen vollschlagen. Umso mehr Ortschaften können wir hier hintereinander erkunden. Warte mal, stopp. Nee, das geht hier nicht, ne? Ich kann jetzt hier nicht einfach einen Holotape laden für einen Abwurf. Oder doch? Nein, das geht an jedem Terminal? Ah, okay, alles klar. Doch nicht. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Willkommen bei Termlink von Robco Industries TM. Vermietungen und Leasing. Kuppel 01. Datenlesefehler. Schade. Kuppel 2. Derzeitiger Besitzer Green Verteidigungssysteme. Leasingdauer 2 Jahre. Zahlungsstatus vollständig bezahlt. Kuppel 3. Derzeitiger Besitzer Nuka-Cola Corporation, Leasingdauer 12 Jahre, Option auf Verlängerung um weitere 25 Jahre, Zahlungsstatus vollständig bezahlt. Kuppel 4, Datenlesefehler. Kuppel 5, Datenlesefehler. Kuppel 6, Datenlesefehler. Kuppel 7, Datenlesefehler. Stopp, nicht nochmal die 7. Kuppel 08, Datenlesefehler. Safe-Steuerung. Unverschlossen. Dann das offen. Dann das offen, mein Freund. Holoband abspielen. Achso, das ist das, was jetzt drin ist, ne? Dann wirf es bitte wieder aus. Danke sehr. Wunderbar. Das war schon. Soweit zu den Kuppeln hier. Hier muss es doch irgendwo einen Weg in ein Inneres geben. Ich glaube nicht. So pompös, wie das hier gerade aufgebaut ist. Dass das Ganze hier mit den äußeren Ruinen hier abgeschlossen wäre. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Oh, oh, oh. Nicht, dass ich hier nie wieder rauskomme. Das wär's ja. Das würde ja gerade noch fehlen. Schutzhelm, den kannst du behalten. Oh, wow, 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 vorsichtig, vorsichtig. Harte Strahlung. Na gut, da ist ja auch, ne? Da ist ja auch ein Radioaktivitätssymbol. Nimm mal ein verdünntes Red Eggs. Damit wir uns ja ein wenig wenigstens umgucken können. Ein wenig wenigstens. Oh ja, Leuchtpilze. Lecker, lecker. Kriege ich nicht mehr von genug. Ich weiß gar nicht, ob man die selber anbauen kann. Das wäre natürlich ideal. Das wäre natürlich ideal. Nö. Hier gibt es keinen Eingang. Das wird alles sein.
Schade. Also allein die Aufmachung hiervon, das Terminal hat Lust auf mehr gemacht. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. Nö. Aber das sieht doch aus wie so ein halber Bunker. Das kann doch nicht alles sein. Es war mal ein Gebäude. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Es war der Teil einer florierenden Industrie, der, wie alles hier in der Gegend, sein Ende gefunden hat. Nicht mit dem, mit dem Fall der Bomben, sondern, durch die verlorenen Seelen, die die Bombenabwürfe überlebt haben. Word. Da war der Eingang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell nochmal rumlaufen. Nicht, dass wir hier irgendeinen Leuchtpilz oder so übersehen haben. Holz mitnehmen. Aber dann ist auch genug. So, ultimativer Nahkampf mit der Power-Polenta-Schrotflinte. Kommen wir hier rein. Und das ist doch wohl ein Witz. Ist wahrscheinlich eine Quest. High Explosives Keep Away. Dome 8. Kuppel 8. Datenlesefehler, wenn ich mich richtig erinnere. Datenlesefehler. Da gibt es hier noch mehr Kuppeln, ne? Oh, hier sind sie überall. Jetzt sehe ich sie erst. Ich habe den Wald vor lauter Leuchtpilzen nicht gesehen. Das ist die 8, okay. Eieieiei. Interessant, interessant, interessant. Fallout 76, sie haben es mal wieder geschafft. Kuppel 6. Unzugänglich. Wirkt gerade so ein bisschen wie die Questortschaften, die wir später betreten dürfen, betreten können. Sind hier noch mehr unzugängliche Eingänge? Das ist jetzt die große Frage. Ach naja. Oh, vorsichtig. Wow. Wo sind sie denn? Ihr üblen Schergen! Zeigt euch. Lasst uns das lösen. Wie Männer! Mann zu Mann! So, was ist das? Wem? Achso, das ist ein Haus. Alles klar. Okay, cool. Alles in Ordnung. Jetzt hatte ich fast drauf geschossen. Das sieht schön aus. Ein schönes, kleines, solides Hütchen. Können wir uns ja mal aus der Nähe angucken. Uns die Bauwerke anderer Spieler hier mal präsentieren lassen. Zapito, okay. Schön. Guck mich nicht mal an. Er hat das gleiche Gefühl wie ich, wenn jemand bei mir im Haus vorbeiläuft. Hoffentlich geht er gleich weiter. Keine Sorge, ich belästige dich nicht. Wir wollen doch alle unser Fallout nahezu alleine spielen. Okay. Aber das Boot, das nehmen wir jetzt noch mit. Hä? Oh. Ja, ich erinnere mich an die. Ich hatte sogar gemoddete Gegner gehabt in meinem Fallout 4. Naja, dass so welche sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte jedenfalls Killer-Delfine gehabt mit Lasergewehren. Eine ganz coole Geschichte. Machete, yay. Braucht man nicht, aber hey. Schade. Trotzdem erzählt seine ganz eigene Geschichte. Dieses schiffsbrüchige kleine Fischerboot. Höp. Okay, das wär's dann hier für diese Ecke.
Na, kommen wir hier raus? Kommen wir hier raus? Verdammt. Hilfe! Hilfe! Wo ist mein Offroad-Pferd aus Skyrim, wenn man es mal braucht? Okay, das wäre es hier soweit. Bisschen weiter runter. Hier ist nämlich ein Schwein. Das können wir nicht einfach so stehen lassen. Ich hoffe, das ist hier nicht so einfach Deko, sondern eine kleinere Ortschaft. Dafür müssen wir da hoch. Machen wir natürlich. Nochmal alles schön durchladen, wieder wegstecken. Und in den immersiven Third-Person-Modus gehen. Und diese herbstlichen Farben hier genießen. Ja. Das sieht hier gerade nach meiner Herbstmod aus, die ich mal benutzt habe bei Fallout 4. Da gibt's ganz coole eigentlich. Also am immersivsten finde ich immer noch die Schneemod. Es gab auch eine, die lässt Fallout 4 so ein bisschen wie New Vegas aussehen. Und ergänzt die Bäume durch Palmen und Wüstenstücke, aber die lief nicht ganz sauber. Die haben wir mal einen Stream lang angehabt. Aber war nicht so cool. Wie gesagt, am besten ist die Wintermod, finde ich. Oder die Frühlingsmod. Das alles ein bisschen dichter bewachsen, ein bisschen grüner. Ist aber auch ordentlich performance-hungrig gewesen. So. Sind wir schon vorbei? Nein, oder? Wir sind ein bisschen weiter. Daneben sind wir. Ein wenig daneben sind wir, aber nur ein ganz klein bisschen. Hier ist nichts. Nichts. Das Schwein, das hat uns in die Irre geführt. Aber okay. Jetzt kommt was Größeres. Mothman Museum. Ja. Ach, wenn wir schon mal hier sind, wa? Dann bewegen wir uns mal in die Richtung zum Mothman Museum. Wie viele Kapazitäten haben wir eigentlich noch? Oh. Nicht so geil. Nicht so geil. Wir müssen ein bisschen was ablegen. Ach, wir haben ja zur Not haben wir unsere Power-Rüstung. Wird ja auch mal wieder Zeit, die dann auszupacken. Das machen wir dann. Aber erst, wenn wir wirklich überladen sind. Ich hoffe nicht mit... Naja, wobei, mitten im Kampf werden wir nicht uns überladen. Na gut, es gibt schon Möglichkeiten, wenn man kurz vor der Überladung steht und dann aus Versehen irgendwie zu einem Ghoul sein Jagdgewehr abnehmen muss, dann bam, dann war's das. Dann hat einen die Gier vielleicht umgebracht. So, vorsichtig. Muss sowieso wahrscheinlich runter, ne? Das wird hier nicht auf dem Berg stehen, glaube ich. Das Mothman Museum. Mit einem eigenen Funkmasten. Ach herrje. Scheint besonders wichtig zu sein. Ach nee, das ist Strom. Naja, fast. Feuerhut nimm mit. Wir werden die Basis ganz feinsäuberlich und schleichend infiltrieren. Begleitet von der Panflöte, damit die Stimmung steigt. So ein bisschen japanisch. Ich fühle mich gerade wie ein Samurai in Lederkluft. Oh, das ist ein schönes kleines Städtchen. Ist das alles komplett? Point Pleasant. Experience the historic Ohio River Valley. Welcome to Okul. Das ist schön. Ach Mensch. Das ist von den Respondern. Oder sind die schon wieder lange weg? Wahrscheinlich. Also ich hoffe mal auf keine NPCs, ne? Oder nee, auf NPCs brauchen wir nicht hoffen. So wollte ich das sagen. Genau so. Challenge abgeschlossen. Entdecke Orte im Wald. 5 von 5. Jawohl, ja. Und fast haben wir den nächsten Meilenstein. Level 20.
möchte ich mir natürlich alles ganz fein säuberlich hier angucken. Hier gibt es sicherlich eine Menge zu entdecken. Lose Zahnräder, jawohl, die brauchen wir für die Powerrüstung. Erstmal gehen wir schön fein säuberlich außen drum rum. Oh oh. Ich hab da schon wieder einen Ghoul gehört. Ich hab da doch gerade eben schon wieder einen Ghoul gehört. Oh, und die Brücke allein. Hier ist die Karte zu Ende, ne? Ja, hier ist die Karte zu Ende. Aber ich würde das gerne mal als Nachricht auf dem Bildschirm lesen. Ganz gerne würde ich das lesen. Süppchen. Leuchtpilzsuppe aktiviert. Und dann noch bitte Hundefutter zum Nachtisch. Lecker, lecker. 3 Dosen Hundefutter. Ja, damit auch ihr Liebling groß und stark wird und ein glänzendes Fell hat. Na? Ich möchte das einmal auf dem Bildschirm sehen, dass es hier nicht mehr weitergeht. Auch wenn ich dadurch Strahlung... Och mein Gott, das ist doch ein Witz, oder? Wir haben den Weihnachtsbaum gefunden, Leute. Wir haben den Weihnachtsbaum gefunden. Wie cool. Hier muss es doch irgendwas geben. Hier sind doch bestimmt Geschenke drunter. Wie geil. Sehr schön. Ja, hat mir das Lächeln im Gesicht noch breiter gestaltet. Ach, wie cool. Ach, Fallout. Das war doch bestimmt Todd Howard höchstpersönlich. Hat er bei irgendeinem Brainstorm-Meeting, hat er das gesagt gehabt. Ja, am Ende der Karte, da machen wir unten im Wasser, wo das kaum einer sieht. Diesen Weihnachtsbaum hin. Todd, du spinnst. Aber wir machen's. Also, leckerer Meierlöck. Oh, wow, 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 wow. Das hat sich schon wieder angehört, als ob sie direkt neben mir stehen würden. Aber hier ist auch einer, auf der Brücke wahrscheinlich. Aber erstmal lernen wir das Rezept. Die anderen Sachen kennen wir alle schon, ne? Ja. Ich klicke sie lieber noch einmal durch. Man weiß ja nie, vielleicht hat sich ja das ein oder andere Rezept dazwischen geschmuggelt, ohne dass wir es mitbekommen haben. Na, wo bist du, Ghoul? Zeig mir dein Gesicht und ich erlöse dich von all deinen Qualen. Ah, hallo. Ein verbrannter Level 1. Ja, genau. Die Asche hat den Schuss abgehalten. Natürlich, ein Berg Asche. Oh, hi. Das ist eine Falle. Luke, eine Falle. Psst. Sieht trotzdem sehr cool aus, muss ich sagen. Hi. Mhm. Lasst euch das eine Lehre sein. Oh mein Gott, wer ist da vorne gewesen? Was war das? Das war irgend so eine richtig dicke Fliege. War. Oh, wow, 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 wow. Die Killerheuschrecke aus der Hölle ist zurück. Die sah gerade auf Distanz ein wenig größer aus, aber vielleicht war sie es gar nicht. Vielleicht war sie es gar nicht. Was ist hier los gewesen? Da war noch eine viel dickere Fliege. Eine viel dickere Fliege meine ich am... hier um die Ecke, um die Kurve geflogen, gesehen zu haben. Die hier vielleicht? Nee, ist auch ein Jungtier. Hey Mann, komm her! Und jetzt gib mir deinen Rüssel. Oh oh. Oh Mist.
Na komm schon. Nicht, dass sie mir am Ende des Tages in den Rücken fallen. Diese elenden Blutkäfer. Sind so glitschig, die sind so glitschig. So mini, was soll das? Oh, was? Haben wir jetzt dauerhaften Schaden oder so? Hat gerade so gewirkt. Ganz komische Geschichte. Gib mir mal ein verwässertes Right Away, bitte. Aber echt ein schönes Örtchen. Ein schönes, schönes Örtchen. Also nicht erst seit Fallout 76 wiederholen sich die Assets natürlich extrem in diesem Spiel. Nein, nein, eigentlich schon so seit, also spätestens Fallout 4 und ich meine auch so die ein oder andere Oberfläche aus Fallout 3 gesehen zu haben. Aber ganz ehrlich, hier haben sie die Elemente wieder schön zusammengestellt, muss ich sagen. Sieht schick aus. Doch, doch. Das wird eine Menge, Menge Spaß machen, das Örtchen hier zu erkunden. In seiner Gänze. Das werden wir machen, aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer. Denn das war's für heute mit Fallout 76. Mir hat's wie immer eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Und wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn er mir einen Daumen nach oben da lässt. Wiederschauen, Rheingau und der Leo, ne? Bis dann, tschüss.